Hallo meine Freunde auf Maverick TV, es geht zum Hertha-Spiel gegen Bayer Leverkusen und ein echter Herthaner geht alleine ein Bundesligaspiel besuchen und ich wünsche euch mit dem Vlog viel Spaß, meine Freunde. Es geht los, Freunde. Wir starten unsere Reise von Neukölln aus. Richtung Stadion. So, Freunde. Erstmal ein schönes Ticket hier. Für 2,80. Stempeln wir erstmal ab, das gute Ding. So. Checkpoint Charlie, Freunde, bisschen Geschichte. Hier stand, hier war mal die Mauer. Die wurde dann 89 von mir persönlich auch abgerissen, ne? Mit Hammer und Siegel. Deswegen heißt die auch hier die Mauerstraße, ne? Eigentlich müsste noch da drunter stehen, zerlegt von Maverick Berlin, aber okay. Gleich geht die Fahrt weiter Richtung Olympiastadion, Freunde. Übrigens, Freunde, eins will ich euch noch was zeigen hier. Eine Sache. Schaut euch mal von wann mein Schal ist. November 7. 2000. Da wurden manche Zuschauer von Maverick TV, da waren manche Zuschauer von Maverick TV noch gar nicht auf der Welt, Freunde, ne? In die Kommentare, alle, die nach 2000 geboren worden sind, schreibt es mir in die Kommentare, wie viel ihr seid. Der Schal ist älter als ihr, Freunde. So, Freunde, hier sind wir gerade. Und hier müssen wir. Jetzt sieht man es besser. Hallo meine Freunde hier, MAV, gerade Stadtmitte, jetzt geht's mit der U2 zu Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen. Ja, erstmal in die Kommentare, wie findet ihr überhaupt, dass so Medikamentenhersteller, ne, der Sponsor von Leverkusen ist? Das bedeutet, Menschen müssen krank werden, damit die Neueinkäufe, neue Spieler überhaupt transferieren können und für die bezahlen können. Finde ich auf jeden Fall unter aller Sau. Deswegen, alleine schon wegen diesem Grund, wird die Hertha heute ein klares 2-0 landen. Maverick im Stadion. Viel Spaß mit dem Vlog, meine Freunde. Ha, ho, he! Hertha BSC! Ab ins Stadion, Freunde. Ich glaube, Weiser macht heute 1-0 und Ibisevic wird den Deckel draufsetzen mit dem 2-0. Hertha BSC! Hertha BSC! Thank you.
endlich angekommen, Freunde. Noch 40 Minuten zum Spiel. Ich habe noch kein Ticket, ja. Ich muss schnell noch ein Ticket besorgen, Freunde. Auf geht's, Freunde. So, Freunde, der Onkel hat jetzt ein Ticket. Und jetzt geht's rein. Schöne Grüße auf jeden Fall an den jungen Mann, der mich gerade an der Kasse erkannt hat. Viel Spaß dir auch beim Spiel, mein Guter. So, Freunde. Mal schauen gleich, wo wir sitzen. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. So, Freunde, der Onkel ist auf jeden Fall schon mal drin. Hallöchen. Vielen Dank, danke schön. Sehr gerne. Können Sie hier vorne aufladen? So, Freunde, wir sind drinnen. Hier haben wir nochmal das Olympiastadion. Aus der Nahperspektive. Und jetzt gehen wir mal rein, Dicker. Ist wie in Rom, Alter. Ich, wie so, als würde ich zu so einem Gladiatorkampf jetzt ins Stadion steigen, Digga. Überkrass. Mann, war ich lange nicht mehr hier. Über. Hier der 10 Meter Olympiaturm von 1936, der Schwimmbecken, Freunde. Sieht man jetzt natürlich schlecht, ein bisschen Geschichte hier. Olympia 36 zu Hitlers Zeiten. Jetzt gehe ich mal schnell diese Olympiatafel suchen. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen. Wenn wir schon hier sind, dann lernt ihr noch ein bisschen was dazu, die neue Generation. Ja, Freunde, das war die Olympiasiegertafel von 1936, wo Jesse Owens vor den Augen von Hitler als dunkelhäutiger Sprinter drei Goldmedaillen geholt hat. Das ist unfassbar Gänsehaut, ja? Wenn man bedenkt, was dieser Platz für eine Geschichte mit sich trägt. Ja? Schaut euch das mal an hier. Früher konnte man hier überall noch rein, jetzt ist das alles abgesperrt. Aber auf jeden Fall sind hier noch gewisse Erinnerungsdenkmäler von Olympia 36. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal rein.
suchen meinen Sitzplatz und dann geht's auch schon los gegen Leverkusen, Freunde. Viel Spaß. Grüße gehen raus an Jesse Owens, falls du das siehst, Bruder. Hast rasiert damals 36. So, Freunde, das ist natürlich in so einem Riesenstadion. Das kennen ja die anderen Bundesligisten natürlich nicht. Aber in so einem mega, mega Riesenstadion ist das natürlich nicht so leicht, seinen Platz zu finden, Freunde. Ne? Der Onkel hat hier die Nummer 40. Und jetzt geht's hier erst los mit 28, wenn ich mich nicht täusche. Da müssen wir auf jeden Fall wie der gute Jesse Owens hier noch ein paar Meter zurücklegen, bevor wir uns dann schön den Sitzplatz schnappen. So, Freunde, 40. 40 und 40 passt zusammen, ne? Bedeutet, wir sind am Ziel. Hier nochmal die Nazi-Leuchten aus dem Jahr 36. So, Freunde. Hier schon mal das Dach. Auf jeden Fall überkrass. Wie damals, als ich das erste Mal hier kam, wo ausverkauft war, war irgendwie zweite Liga gegen 1. FC Kaiserslautern. 96, 97 irgendwie. Da bin ich als kleiner Junge da irgendwo da. Runtergegangen bis ganz nach unten, habe dann meinen Kopf gehoben und dann sah ich so 76.000 Leute. War übertrieben Paranoia, ja. Krasse Zeiten gewesen, ja. Ich suche erstmal meinen Platz, Freunde. Alles Loser, Alter. Die beiden Benders auch. Wollten auf Nationalspieler machen, Alter. Schön jetzt hier. Sieben Klassen tiefer. Nach zwei Jahren. Die 31 Kevin Volland. Volland ist der Einzige, der spielen kann. Volland ist krass auf jeden Fall, ja. Alle anderen Lauchs. Für das Tor ist der 28 Amazon Schaff, 4 Jonathan Tarr, die 9 Leon Lane, die 14 Adrian WWE, die 15 Julian. Gänsehaut! La 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 la
auf jeden Fall, aber ich werde auf jeden Fall stehen bleiben, Freunde, ja. Denn was soll ich im Sitzen machen, ja? Hier muss für mächtig Stimmung gesorgt werden. Stadion und schon läuft das richtig krass, ja. Ich habe keine Stimme mehr, ja. Miese erste Halbzeit. Zehn Wendel und mit
der 38 Kalin. Ja, Freunde, erste Halbzeit ganz klar. Hertha klar besser. Super zwei Treffer von Lecky und Kalou. 2-0 Führung. Ja, jetzt. Jetzt 45 Minuten. Easy win. Und dann haben wir den Dreier perfekt. Super Spiel, ja. Jetzt ab geht's, der Konter! Lauert auf den Konter zum 3-0. Scheiße, so eben ist ein Tor gefallen, ja. Abgefälscht. Abfuck. 1-2. Jetzt heißt es nochmal hier 6 Minuten. Kommt! Jetzt müssen wir kämpfen. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Komm! Komm! Letzte Minute, reguläre Spielzeit. Jahrstein hat Geld bekommen, ja. So muss aber auch sein, da muss man auch auf Zeit spielen. Jetzt müssen sie alles reinbuttern, ja. Komm, komm. Thank you.
weg, weg! Hertha BSC! Ole! Hertha BSC! Ole! Hertha BSC! Jahrstein kassiert gleich rot, aber egal. Ole, Hertha BSC, ole, Hertha BSC, ole, Hertha BSC, ole. Nur nach Hause.
das blaue weiße Trikot. Sowieso. Oh, oh, oh. Ja, sowieso. Freunde, heute eiskalt 2-1 rasiert. Aber am Ende war noch ein bisschen bang. Ich war richtig nach dem scheiß Tor. Nochmal richtig gezittert. 5 Minuten Nachspielzeit, Alter. Wann bist du auf meinen Kanal gekommen ungefähr? 4-5 Monate. Und 4-5 Monate, ja. Am meisten mag ich deine Kochkost. Okay, es wird jetzt mehr gekocht, Freunde. Ja, auf Memory-Kuchen. Ja. In diesem Sinne, wir hören uns später. Ciao. Sieg, Freunde. Am Ende mussten wir noch ein bisschen bangen, aber die Abwehr stand eigentlich 80 Minuten stabil, dann kam dieses abgefälschte Ding. Aber über das ganze Spiel gesehen, verdienter Sieg auf jeden Fall. Erste Hälfte sehr, sehr stark, dann gut hinten gestanden, weggepowert. 2-1, 3 Punkte Heimsieg. Bombe. Als Currywurst. So, Freunde, jetzt gibt es hier noch eine schöne, kräftige Currywurst. Und wir lassen damit schön den Tag ausklingen. No Alkohol, ab in die U-Bahn und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ne? Aber ich melde mich bestimmt noch einmal, wenn ich zu Hause bin. Ich warte mal auf die nächste, Freunde. So, Freunde, ich glaube, ihr erkennt mich gar nicht. Das war der Vlog vom Spiel Hertha gegen Leverkusen und der nächste Bundesliga-Vlog, kommt zum Heimspiel von Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Da sehen wir uns wieder mit einem Bundesliga-Vlog und einem Heimsieg der Hertha. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls euch der Vlog gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls nicht, einen Daumen runter. Und Dankeschön fürs Zuschauen, kann ich nur sagen. Mein Name ist Maverick Berlin. Wir sehen uns. Peace out. Oh, oh, hey. Hertha BSC. Oh, oh, hey. Hertha BSC. Oh, oh, hey. Hertha BSC. Ah, oh, hey. Guckt euch mal den Turm hier nochmal an. Ja, Freunde, das ist nicht Paris, das ist Berlin. Ah, oh, hey. Hertha BSC. Überkrasser Tag. Überkrasser, gelungener Tag. Grüße gehen raus. Schnell, 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 schnell nach Hause. Die letzte, glaube ich.